Geht die Nacht gerade weg oder kommt die gerade erst? Die kommt jetzt gerade erst. Okay. Warum? Ich wollte gucken, wie die Beleuchtung ist von meinem. Von meiner Ölplattform. Nein, man sieht's kaum. Wenn man näher rankommt, sieht's geil aus. Eine Betriebnahme? Ja, gleich. Also, gleich ist der Moment, wo zumindest die Pumpen angehen können. Einen Punkt suchen, wo ich mit dem Strom reingehe. Ja, warum kann ich den Strom nicht hier auf dem Boden setzen? Geht das nicht durch Fundamentplatten durch? Anders. Denk aber dran, Sander, von den Ölquellen hoch zu den Raffinerien sind über 4 Meter. Ja, hab ich schon eine Pumpe zwischen. Die Raffinerie steht ja hier. Und da ist die Pumpe. Bei genau 10 Metern. Oder ein bisschen drunter sogar, weil es eine Stufe 2 Pumpe ist. Thank you.
Warum sagt er keinen Strom? Weil er auch keinen Strom hat. Jetzt hat er Strom. Gott. Das heißt, die Seite müssten jetzt alle Strom haben. Wo sind die Nippel? Kevin, Alter, du übertreibst halt auch schon wieder maßlos, ne? Wieso? Was denn? Sieht saugeil aus. Seh das doch immer, wenn ich so ein bisschen rüber lurke. Damit können wir auch wieder 2000 MW produzieren. Da haben wir dann genug erstmal, wo wir das verballern können, das Zeug. Oh, was ist das? Irgendwas stimmt hier nicht. Der ist falsch. Der ist auch falsch. Strom hier rüber. Noch lange nicht fertig, ne? Ich hasse es. Machen wir nicht so. Auf gar keinen Fall werde ich mir jetzt diesen Weg verpfandeln. Haben alle Strom, ne? So, die Pumpe pumpt. Öl gefördert. Hoffe ich. Ja. Ist die Pumpe übertaktet? Nee. Muss sie übertaktet werden? Durchflussrate 600 die Minute. Förderhöhe 16 Meter. Alles entspannt. Gar kein Problem. Es geht los. Die Schornsteine qualmen, Kevin. Ich guck sofort. Ich bin noch gerade hier. Ja, alles gut, alles gut. Wir sind noch lange die letzte. Nicht. Der erste fährt voll. Dann fahren die anderen nach. Abend Magicu Storm, Dankeschön für 35 Monate. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Nicht richtig, ne?
Nee, nee, die sind auf gar keinen Fall richtig. Der ist jetzt richtig, das ist der erste. Treibstoff wurde falsch übersetzt. Fuel zu Treib. Warum ist jetzt der untätig? So, der Ausgang ist voll. Ah, drei volles. Okay, okay, okay. So, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Das Öl. Muss hier raus. Wo machen wir den Ausgang? Im Optimalfall hier unten, oder? Für die Rohre alle hier hin. Bam. Was hast du da für eine Offshore-Ölplattform gebaut, nur dass sie nicht offshore ist? Geil, oder? Baut einen riesigen Tanker auf dem Wasser. Kurz auf Kampf. Jo.
Heli XS, Dankeschön. Und Magic Storm, Dankeschön nochmal, ne, für die 35. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank. Moin Minigun. Auch so hin, ja. So. Aber das ist nicht schlimm.
So. Steinkai Abend. Alles gut? Quarzfabrik ist schon lange fertig. Musik. Boah, Cake, ich würde dir empfehlen, einfach Game zocken. Zock's einfach, habt einfach Spaß. Ihr solltet euch gar nicht da immer den Druck machen, dass ihr das irgendwie versuchen müsst, möglichst effizient oder so zu spielen. Am erfolgreichsten bist du, wenn du ein Game zockst und Spaß dabei hast. Glaub mir, du wirst, egal wie viele Tipps du dir holst, immer wieder die Situation haben, dass du dir bei manchen Dingen denkst, das hätte ich besser machen können. Das gehört zu dem Game einfach dazu.
Junge, da steht sie, die riesige Ölplattform von Zander. Die gigantische Ölplattform. Ja. Ich bin hier noch ein bisschen am Rumspielen. Ich glaube, wir lassen die Pipes einfach gerade rausgehen. Man sieht sie einfach dann. Ist eigentlich auch nice, wenn man sie sieht. Unten baust du die die Kunststoffproduktion. Nein, das ist jetzt gerade Treibstoff. Ah, okay, nice. Das ist das erste Rohr Treibstoff. Aber wir haben ja noch, ich habe ja noch. Das ist jetzt übrigens nur Treibstoff, ne? Kein, nichts anderes. Okay. Weil ich kann ja auch noch Gummi produzieren. Das machen wir aber in einer Extra-Produktion. Und Kunststoff produzieren wir ja mit dem Überresten von Treibstoffproduktion und Wasser. Ja. Wir könnten aber auch Kunststoff einfach nur mit Öl produzieren. Geht auch. Dann kriegen wir sogar noch Schwerölrückstände. Also bezüglich Treibstoff, ne? Mhm. Ich habe alles schon vorbereitet. Ja. Wir müssen die Dings nur noch am Strom anschließen hier. Ja. Wenn du willst, ich kann jetzt auch mal eben zeigen. Ja. Müssen hier eben unten rein. Weil hier unten, hier werden die Rohre lang gehen müssen. Hier, guck, ich habe hier alles schon vorbereitet. Hier sind die ganzen Anschlüsse. Okay, oh, das ist nice. Kannst hier auch reinfliegen. Da müssen wir hier dazwischen einmal Pumpen klatschen, aber das sollte ja kein Problem sein. Und das sind dann... Geil mit den Kupferrohren. Sieht voll cool aus. Und das werden dann auch 2000 MW wieder, die produziert werden hier. Vergiss nicht, das doofe Kurz loszuwerden. Was? Ja, das vergesse ich nicht. Ja, muss nur auch an Strom quasi dann, ne? Und, kann die Kiste hier abgehen. Ja, also erstmal muss ich sagen, es sieht übel nice. Das Design richtig geil. Hast du dir das ausgedacht, das Design? Du meinst jetzt so vom Aufbau her? Ja. Also so, wie das jetzt gemacht ist, habe ich es mir ausgedacht. Ja, ich habe nur gesehen, dass man quasi auf eine 5x5-Plattform 4 solcher Generatoren in der Form stellen kann. Mega geil. Also es sieht richtig sick aus. Aber das mit den Kupferrohren und so, habe ich halt ein bisschen rumprobiert. Ich habe mir aber auch gedacht, dass Kupferrohre halt, weil eigentlich kennt man das ja so, dass Rohre so eher aus Kupfer sind, ne? Naja, in der Brauerei auf jeden Fall. Aber ich finde es halt geil, dass das halt in der Mitte auch so geil hochgeht. Das sieht richtig gut aus. Ich muss jetzt noch die Lampen anschließen, da habe ich jetzt mal geguckt, dass ich das so mache. Oben bleibt offen dann? Ja, das wollte ich offen lassen. Was ist denn das hier oben? Ist das ein, das sind 8 Treibstoffgeneratoren. Ja, das sind 8 Stück. Das passt auch genau? Was meinst du, was passt genau? Ja, passt das denn mit dem Treibstoff? Ich habe keine Ahnung, wie viel die brauchen.
Aber du hast ja drei Quellen. Also ich weiß auf jeden Fall damals, dass ich aus drei oder vier Quellen, ich glaube sogar viel mehr als 8 Stück betrieben habe. Ich habe jetzt halt mir überlegt, so ein kleineres Design zu bauen. Ich wollte jetzt nicht zu hoch gehen, weil sonst wirkt das, glaube ich, viel zu überdimensional, wenn ich jetzt hier so ein riesen Konstrukt hinzimmer. Sondern ich habe mir halt gedacht, wenn das jetzt so sein sollte, dass du sagst, ey, wir können nochmal 8 dranhauen, dann kann ich ja nochmal so ein Ding bauen. Guck mal bitte, du kannst sogar eventuell, jetzt ist es zu spät, hättest das Ding in den Designer bauen können, dann hättest du das ganze Ding copy-pasten können. Ja gut, da, aber... Ich hab gerade die ganzen Füße von meiner Ölplattform habe ich in einem Designer gebaut und habe die dann einfach copy-pastet, das war voll einfach. Mhm. Du kannst den Bauplan speichern und dann kannst du ihn wieder löschen und kannst ihn einfach wieder laden und dann lädt der alles wieder rein. Ja. Mega gut gemacht, musst du mal ausprobieren. Ja gut, wenn ich das nochmal baue, kann ich das ja als Bauplan machen. Ich glaube, man kann die sogar exportieren und veröffentlichen und so ein Kram. Wie viel Dings brauchst du? Treibstoff? Ey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Guck viel. Guck mal rein. Oder weißt du das? Sieht man das gar nicht? Das steht da gar nicht. Ah. Okay. Warte mal, Raffinerie, ich klicke die mal an. Nee, sagt der gar nicht. Krass. Eine Raffinerie. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich produziere 400 Treibstoff. Die Minute. Ja. Das ist, was ich hier mache. Ja, wenn, würde ich die eh erst morgen anschließen, weil wir haben jetzt schon fast wieder 10 Uhr. Also hier ist die Pipeline mit dem, Dings. Soll ich dir ein oder zwei Pipelines legen? Zwei ist besser, ne? Da kannst du nämlich zwei auf... Also mir ist das am Ende egal, wie du das machst. Zwei wäre natürlich easy oder angenehmer anzuschließen, aber eine würde auch gehen. Sieht halt cooler aus. Aber sieht auch cooler aus, wenn wir zwei Pipelines so parallel nebeneinander verlaufen lassen. Sieht doch geil aus, oder? Ja. Weil ich hole jetzt auf der anderen Seite die Pipeline runter und dann würde ich die einfach daneben legen. Mhm. Aus dem Dings kommt gar kein Qualm raus, ne? Oder sind die gerade am Stoppen, weil die... Nee, da passiert gerade nichts. So. So. Ein Generator braucht 12 Kubik pro Minute, meine ich. Okay, wir produzieren 400. Du kannst 33 solcher Dinger bauen. Kevin. Ah, okay, alles klar. Dann würde ich doch eher am Bauplan zurückgreifen. Probiere ich das mal ein bisschen anders. Und zwar probiere ich jetzt mal Folgendes. Probiere jetzt das so zu machen, dass ich die direkt miteinander verbinde. Obwohl... Ne, warte mal. Das ist, glaube ich, kacke. Ne, ist kacke. Das ist dann immer da drüben gemacht. Ich habe das an der Seite festgemacht, ne? Ja. So. Ich mache mich jetzt noch auf den Weg zu der Mainbase. Können die Leute die nochmal sehen? Weil heute will ich gucken, dass ich ein bisschen pünktlicher Schluss mache. Gestern zu spät ins Bett gekommen. Ja. Fühl ich. Also ich will auf jeden Fall deine Mainbase noch sehen, wenn du da bist. Aber ich brauche noch einen kurzen Moment. Ja, kein Stress.
Na, da hat sich auch schon wieder sehr, sehr, sehr viel getan, nachdem du gegangen bist. Ja, deswegen. Ich will es unbedingt sehen und ich will, dass du so ein bisschen meine Reaktion auch mitbekommst. Dann seid ihr morgen live, wieder um 10 Uhr. Genau wie heute. Also, das ist der Plan. Ich habe das Gefühl, Zander, ja. Und ich sag so, wie es ist, wir haben da noch drüber diskutiert, Chat. Wir haben gesagt so, ja, die Leute, die werden so eine anderthalb, zwei Wochen werden die geflasht sein von Satisfactory und dann wird das Projekt abnehmen. Ich habe das Gefühl, dass das immer mehr Fahrt gerade aufnimmt. Vom Gefühl her, definitiv, ja. Dass die Leute, die kommen in den Stream, sehen, Alter, die rasten da seit Tagen komplett aus und kommen so richtig in diesen Sog mit rein, dass sie auch von dem Gameplay dann so gefesselt sind und immer wieder den Fortschritt sehen wollen. Also ich merke auf jeden Fall, dass die Leute bei mir hier anscheinend sehr viel Spaß haben und das freut mich einfach extremst. Das ist einfach geil zu sehen. Teilweise, ich wünsche dir da viel Spaß bei. Das Game macht unfassbar Laune. Vor allen Dingen kann man sich kreativ sehr austoben. War aber scheiße. Ich habe mir das Game heute auch gekauft. Echt? Ja, schreibt ein Zuschauer. Das war einfach nur so random. Einfach so. Ich habe mir so, wir spielen schon ein paar Tage Satisfactory. Die Leute schreiben ja auch schon, dass sie sich das unbedingt holen wollen und alles, das Game. Ich sag ja. Das Dümmste, was sie machen könnten, wäre zu sagen, nach der 1-0 ist Schluss. Die müssen DLCs ballern, weiter Updates. In dem Game steckt so viel Potenzial. Man muss mal überlegen, ein gutes Beispiel für ein Spiel, was über Jahre Support erhalten hat und sich immer noch geisteskrank verkauft, Terraria. Und das ist spottbillig im Gegensatz hierzu. Du kriegst manchmal Terraria für 5 Euro oder 2 Euro. Guck mal, Satisfactory, 40 Euro. Die hauen ein DLC raus für weiß ich nicht, 20 Euro. Dann werden die wieder haufenweise Geld machen. Geht so. Ja, ETS 2 auch gutes Beispiel. Euro Truck Simulator, True Story. Ja. Ist das gerade oder das? Das ist gerade.
Nice. So, unten kommen jetzt auf den beiden Pipes auf jeden Fall die Dings an, der Treibstoff. Okay. Und bei dem Rest muss ich mir jetzt überlegen, weil wir brauchen dafür auf jeden Fall noch mehr. So, ich repariere jetzt mal ganz kurz eben das, was ich hier unten kaputt gemacht habe. Und dann bin ich erstmal fertig für heute, würde ich sagen, oder? 22:06, damit du auch pünktlich ins Bett kannst, aber ich würde mir gerne noch angucken, was ja, du ja, ich mach hier noch alles geschafft hast. Weil die Kunststoffproduktion schaffen wir erst morgen. Minecraft ist auch ein unglaublich geiles Game. True, das stimmt. Das stimmt. Aber Minecraft, ich weiß nicht warum, wird mit der Zeit irgendwann einfach sehr eintönig in der Vanilla-Version. Und ich finde es schade, weil ich finde, Minecraft hat einfach unfassbar viel Potenzial. Und die lassen voll viel liegen aus meiner Sicht. Gut, die letzten Updates waren aber schon sehr krass. Vor allen Dingen, was man sagen muss, was Minecraft halt extrem ausmacht, ist halt die Möglichkeit mittlerweile, was du, wenn du Server machst, rausholen kannst, ne? Ja, ja, genau. Aber das muss alles von der Community gemacht werden. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht so diese Vanilla-Experience selber. Das spielst du einmal im Jahr und dann war's das. So, das ist nichts, was du halt, weiß ich nicht. Es ist, ja, vielleicht ist auch der Anspruch viel zu hoch von mir, keine Ahnung. Ich spiele Satisfactory auch nicht einmal im Jahr. Aber vielleicht wird sich das auch bald ändern, ich weiß es nicht. Minecraft Modpack Projekt? Puh, kann ich mir vorstellen, dass wir bestimmt mal irgendwann eins machen. Ich könnte mir vorstellen, zu zweit mal so in sowas wie Sky Factory oder so zu gehen. Auf jeden Fall. Ich habe aber auch andere geile Ideen, wo wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen können. Bisschen angelehnt an die alten guten Zeiten. Da habe ich eine sehr, sehr nice Sache. Also ich muss sagen, ich finde die Dings schon sehr, sehr nice. Die Ölplattform.
Aluminiumbarren hatte ich angelegt. Boah. Jetzt hatte ich ein bisschen Angst. Oh, Sky Factory 4 habe ich aber auch noch nie gespielt, muss ich sagen. Wo sind die denn, diese KI-Dinger? Kevin, ey, deine Produktion, deine Dings sieht auch so geil aus. Aber wenn du das jetzt in den Blueprint gebaut hättest, könntest du das einfach so oft copy-pasten, einfach so 3, 4, 5 Stück davon hinbauen, ne? Ja, kann ich ja beim nächsten Mal, wenn ich das dann mache, auf jeden Fall machen. Okay, ich sehe also ich würde sagen, jedes Mal, wenn man merkt, man baut, vor allen Dingen diese Blueprint-Geschichte ist gar nicht so klein, ne? Ich habe erst gedacht, das wäre voll klein, aber das ist es überhaupt nicht. Okay. Du musst ja einfach nur einmal dieses Blueprint-Ding bauen. Und dann kannst du einfach in der Fläche umbauen. So große Blueprints gibt es aber nicht, oder? Nee, so groß wie die Öbor-Insel gibt es nicht. Aber es gibt noch eine Blueprint-Größe, also einen, die größer ist. Ich weiß nicht, kann man die Blueprint drunter bauen? Also könnte Kevin jetzt reindrücken, das Blueprint-Ding einfach drunter bauen und dann alles da drin kopieren? Geht das? Ah, ich glaube, ich muss das neu machen, weil das hatte mir letztens auch jemand gesagt, der meinte, man kann das nicht einfach machen. Ja, geht nicht. Schade. Okay. So, jetzt seht ihr noch ein bisschen, wie die Base aussieht. Also, wie unser Progress im Allgemeinen aussieht. Also, das ist unsere Schwarzpulverfabrik hier. Ist nichts sehr Großes, aber trotzdem fein. Gut aus. Steht alles. Mit Kevin schon mal eine Brücke gebaut gehabt. Und hier kommen wir jetzt zu einem unserer Schmuckstücke hier auf der Map. Unser Kohlekraftwerk. Auch Bild bei Kevin. Sieht bei Nacht sehr, sehr geil aus, auch wegen den Scheinwerfern und so. Wir gehen erstmal zurück in die Base. Ist normale Kohle, keine verdichtete Kohle. Das ist die ganze Produktion sind genau 4,5 Gigawatt. Wir haben seitdem Kevin das gebaut hat, überhaupt gar keine Probleme mit Strom. Also wir kümmern uns gar nicht um Strom. Wir gehen jetzt in Öl rein. Also wir hatten nicht zu einem Zeitpunkt, nachdem Kohlekraftwerk ans Netz gegangen ist, nicht zu einem einzigen Zeitpunkt irgendwie mal Probleme mit Kohle. Aber hier sind unsere zwei Schandflecken noch. Einmal unsere Rotoren und diese Rahmenproduktion müssen wir noch einbauen und unsere Mainbase, also unsere damalige Mainbase, die wird sich jetzt aber verschieben, die werden wir aber auch noch schön machen, die haben wir nicht, also die beiden Sachen haben wir nicht schön gemacht, weil wir nicht genau wussten, was sich alles verändern wird hier. Ich zeige euch noch einmal Kruppstahl. Auch noch ein bisschen was verändert heute für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Und dann geht's ab zur neuen Mainbase und da bin ich sehr gespannt. Also das ist unser Weg zu unserer Stahlproduktion.
Das ist unsere größte Halle. Hier wird sehr viel produziert, die Basics eigentlich. Und das haben wir gestern noch gemacht hier. Das ist unsere Motorenproduktion, die kommen da hinten raus. Eine Industriehalle an unserer riesigen, die wir gestern gebaut haben. Ja, einmal alles zeigen für die Leute, die es eventuell nicht alles mitgekriegt haben. Mhm. Und jetzt komme ich zu der neuen Produktion, zu der neuen Base. Ich bin so gespannt jetzt, ohne Witz, das wird jetzt, also das, was ich vorhin gesehen habe, war schon richtig heftig. Und jetzt steht der Weltraumlift auch noch da. Und Kevin meinte, er hat noch einiges gemacht. Ich bin so gespannt jetzt. Ich habe sogar schon das ganze Lager fast fertig. Mit den Einstellungen von den Items, wo was reinkommt und so. Weil ich gucken wollte, ob das passt. Das sieht aus, als wenn ich das wirklich sogar sehr, sehr gut hinbekommen habe, dass das genau passt mit den Items. Oh, warte mal. Ich vergesse gerade das Auto. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Deutsches Silicon Valley. Das ist ja, eigentlich ist das ja eher, ich habe es ja auch Kruppstahl genannt. Die deutsche Stahlproduktion von vor ein paar Jahren noch. 30 Jahren oder so. Wo Stahl noch in Deutschland produziert wurde, richtig ordentlich. So. Wir haben übrigens 8 Tickets, ne? Okay. Mhm. So, und jetzt geht's in die neuen Gefilde, in die neue Base. Es ist ein guter Weg, es dauert lange, ihr seht es schon, der Weltraumlift ist sehr weit weg. Die Map ist unfassbar groß, also ich bin von der Map jedes Mal wieder aufs Neue impressed. Überleg mal, wie viele Stunden haben wir jetzt schon auf dem Server gespielt? Boah. Locker 50. Locker mehr. Wir haben ja alleine jeden Tag schon 12 Stunden gestreamt und streamen doch schon seit Dienstag. Ja. Okay, sagen wir mal 60 Stunden. Spielt keine Rolle. So. Und seitdem bin ich 95% in diesem Biom, wo wir uns gerade befinden. Und es gibt 6 oder 7. Das ist eine Vanilla-Map. Also es gibt auf jeden Fall auch Diamant, was man wohl fördern kann. Okay, wie kommst du da drauf? Weil ich das hier bei der Icon-Auswahl sehe, da kommt so... Vielleicht kann man Diamanten produzieren mit Druck. Da kommt so geisteskranker Scheiß noch. Neutraler Quantenprozessor. Ja, mit der Quantenmechanik soll es wohl richtig abgehen. Ballistischer Warp-Antrieb.
biochemischer Modellierer. Alien-Energie-Matrix. Alter, Alien-Energie-Matrix. Lass uns einfach drei Wörter nehmen, die cool klingen und einfach zusammenbauen. Alien-Energie-Matrix. Das ist so krank, was hier alles noch ist. Nuklearer Nobelisk. Habe es bisher auch noch nie geschafft, die komplett zu erkunden. Heute wurde ich in den Bergen von einer Riesenspinne gejagt, die springt von Berg zu Berg. Holy shit. Meint bestimmt von den Stecherviechern, oh mein Gott, so ein großes. Wie geil sieht das denn aus? Holy shit, hier ist ein Baum, da sind so Pilze dran, die leuchten einfach so Neon. Was? Alter, wie krass ist es bitte hier nachts lang zu sliden? Holy shit. Und es sieht auch einfach alles so unfassbar gut aus. Guck dir mal diese Pilze an. Die alle so leuchten. Die Welt von Avatar. Krank, oder? So, wir kommen der Sache näher, Leute. Da ist er, der Lift. Und da ist unsere neue Base. Oh mein Gott. Was hast du getan? Kevin. Hey, du musst gleich mal reinkommen, wie das innen drinne aussieht. Oh mein Gott. Alter. Junge. Krank. Krank. Alter, ist das geil. Junge, ist das nice. Und ich habe jetzt auch schon hier die ganzen Dings eingestellt. Also wir kriegen eigentlich alle Items, die wir wollen, hier in die Mitte. Ist das heftig? Ja, das ist so eine geisteskranke Base, ne? Alter, ist das geil. Warum leuchtet das hier so rot? Wir sind immer noch Stufe 2. Wir sind immer noch in Phase 2. Aber wir haben dafür alle Zwischenstufen von Phase 2 abgeschlossen. Also wir könnten jetzt Phase 3 abschließen. Aber dafür müssen wir noch den ganzen Stuff bauen. Ich sag ganz ehrlich, wenn wir jetzt, ich hatte ja auch am Freitag oder wann war das? Donnerstag gecallt, dass wir das ganze Wochenende auf der Phase hängen werden. Ja, safe. Das Ding ist, nach hinten hinaus wird alles das, was wir jetzt gerade machen, uns alles einfacher machen, weil wenn wir jetzt nämlich anfangen, das wird zwar auch nochmal viel Arbeit, aber ein Schienennetz zu bauen, ne? Ja. Und das so machen, dass alles hier in die Mitte transportiert wird. Junge. Das wird so geisteskrank. Dann haben wir ja alles hier zusammen und müssen eigentlich nur noch Produktion bauen. Und vor allen Dingen, wenn wir schon bestehende Schienennetze haben, dann wird das halt immer schneller gehen, da neue Sachen anzuknüpfen. Ja, ja, ja. Ich habe auch schon... Das wurde heute alles... Also das wurde von Kevin heute gebaut, gell? Also die Bohrinsel habe ich gebaut. Und Kevin hat das Ding hier gebaut. Und genau, ich habe noch die Stahlfabrik Schwefel, gebaut. Quarz... Wir haben heute sehr viel gemacht. Heute ist wirklich komplett geistkrank. Wieder sehr viel erreicht heute. Aber Junge, die Base ist insane. Ja, wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir die Hub dann hier unterbringen und ja, wie gesagt, Schienen, ne? Also. Oh, die leuchten alle oder was? Nee.
Ich habe auch schon hinter den Dings überall Fließbänder und so platziert, ne? Das ist auch schon alles am Stehen. Das Geile ist halt einfach ohne Scheiß. Es ist so episch. Du kommst hier so rein und siehst so den Aufzug und denkst dir, yo, geil, Junge, der Aufzug mittig rein platziert und dann bam. Einfach alles voll mit Lagercontainern und einfach, das ist einfach unser Lager. Es ja. ist einfach komplett geil. Es ist einfach komplett geil. Warum wird mir diese Leitung die ganze Zeit... Okay, jetzt nicht mehr. Und was richtig nice ist, dass hier unten das rausfährt. Das heißt, wenn wir später produzieren und das kommt hier an, dann schließen wir das einfach an. Zack, in den Weltraumlift und lassen den Weltraumlift vollfahren. Ja. Junge, das ist so fucking swaggy, dieses Teil, ne? Und vor allen Dingen, wir haben genau über unserer dicken Base dann auch oben diese runde, dicke Base. Das sind alles intelligente Splitter. Ja, Hammer. Da können wir dann alles einstellen, die Filter und so. Mega geil. Und ihr seht es auch schon, Leute. Hier außenrum geht eine komplette Bahn, also eine Schiene. Müssen da nicht programmierbare Splitter ran? Nö, warum? Das sind intelligente Splitter. Da kannst du sagen, welches Item hier rechts reingeht und der Rest geht einfach geradeaus. Ja, das müssen wir auch mal dann zusammen einstellen. Ja, einer sagt, was reinkommt, der andere wählt es aus. Genau, damit wir das dann alles richtig haben. Ja, und wie gesagt halt, also die Idee ist hier, will ich dann links oder rechts, je nachdem, also auf beiden Seiten kommt eine Plattform. Das eine wird dann quasi, wo der Zug sich entladen kann. Ja. Ja, und das andere entweder, ja gut, man kann an einem Bahnhof sagen, der soll sich entladen oder soll Sachen einladen. Also je nachdem können wir sogar gucken. Eigentlich würden in der Theorie sogar hier zwei Schienen nebeneinander passen, dass wir hier zwei Züge parallel fahren lassen können. Wird es nicht? Was meinst du mit wird es nicht? Das Band? Das Förderband? Kann sein, dass das Förderband nicht reicht, ne? Wieso? Man müsste das noch viermal unterbrechen und neu beladen. Ja, wenn der ganze Stuff halt alles Vollgas kommt, dann kann das halt sein, dass das alles zu schnell kommt. Ja, deswegen müssen wir ja auch auf höhere Förderbänder später. Wir haben aber auch zur Not die Option jederzeit, dass wir die Sachen splitten können und so. Ja. Deswegen habe ich das extra so gebaut, dass hier auch ein bisschen Platz ist. Ja, genau, richtig. Ist gut. Könnte man einfach einen Durchbruch machen. Vor allen Dingen haben wir hier auch doppelte Eingänge und so. Wir können dann auch über zwei Dings gehen und so ein Kram. Über zwei Ebenen, ja. Wo hält der Zug? Bis jetzt, der Bahnhof ist noch nicht gebaut. Das hat Kevin ja gerade eben gesagt gehabt. Das ist jetzt erstmal nur die Vordings, also den Bahnhof, den müssen wir noch bauen. Das wird richtig viel Arbeit, die Bahnstrecke. Ja, also rechts rein, links raus zum Beispiel, so in die Richtung. Ja. Ja, wir haben ja genug Platz hier, ne? Also ich würde vorschlagen, auch wenn das giga viel Arbeit wird, ich markiere mal auf der Map, ne? Das, also meine Idee wäre, ich baue ein Hauptschienennetz, also wenn wir jetzt sagen, der kommt rechts reingefahren und links raus, dass der quasi hier so lang fährt, ne? Ja. Dann quasi hier so rum bei dir. Da müssen wir mal gucken, dass der hier irgendwie lang fährt, der Zug. So, und dann fährt der hier. Ich sehe die Pings nicht auf der Map, ne? Hä, warum siehst du die nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ping mal weiter. So, und dann fährt er quasi hier hinten bei uns durch die Hauptbasis vorbei an der Kruppstahlproduktion von dir. Da bist du, oh mein Gott. Ja, okay.
So, und dann würde ich den sogar hier noch weiterfahren lassen. Und ja, weil da ist nämlich auch noch Eisen und so. Da können wir auch noch Eisen und sowas holen. Und dann würde ich den hier so wieder rum und dann kommt der quasi hier an der Hauptbase wieder an. So, und das Ding ist, der geht dann fast einmal durch die gesamte Karte. Das Einzige, was noch fehlt, ist der rechte Flügel hier, wo wir oben hier, ne, wo wir noch nicht aufgedeckt haben. Aber das Ding, wie ich ja schon sagte, wenn wir dann hier oben was haben, irgendwie sagen wir, wir bauen hier so eine Produktion, dann können wir ja ein Schienennetz bauen, was dann hier quasi irgendwo oder hier unten so lang sich einspeist quasi. Ja, wir machen das ja dann so, dass ein Zug zwischen dem Bahnhof, der jetzt zum Beispiel dann hier ist, hin und her pendelt. Der pendelt zwischen dem Punkt und dem Punkt hin und her. Und der Bahnhof ist ja dann der, der auf der Strecke liegt. Genau, das und heißt, da machen der Bahnhof wird befüllt und dann holt der Zug, der die Runde fährt, holt dann die Sachen mit ab. Ja, und dann ballern wir uns in die Mitte irgendwie zwei, drei große Güterzüge, die fahren die ganze Zeit im Kreis und die holen dann immer alles raus und laden das sofort bei uns ins Hauptlager rein. Ja. Das wird geisteskrank, Zander. Muschek schreibt gerade, ich würde 4 Züge machen mit Norden, Osten, Westen und Süden. Also man könnte rein, das könnte man auch machen. Man könnte einen Zug hier unten in der Dings kreisen lassen, ne? Dann lässt man hier unten bei uns an der Mainbase einen kreisen. Einen hier oben kreisen. Und einen dann halt später hier. Und in der Mitte macht man einen riesengroßen Circuit. Ja, muss man mal schauen, was das sinnvollste wäre. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal den großen. In der Mitte einfach einen. Ja. Und der kann ja jetzt schon durch bestehende Produktionen durchfahren ohne Probleme. Also die können wir ja mit integrieren. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, halt, ich denke, wenn wir extra Produktionen bauen und die mit an die Hauptschiene andocken und wenn wir da 2-3 Züge draufballern, wir werden das die meiste Zeit werden wir damit verbringen, dass wir irgendwelche Außenposten bauen und sich das Hauptlager einfach immer weiter füllt und füllt. Ja, mich interessiert das gar nicht. Ich will einfach nur spielen. Einfach so, wie wir es, das ist einfach so geil. Und ich sage auch noch mal was, das Ding ist, man kann jetzt sagen, ey, das wird nicht funktionieren, weil bla. Ich finde es super geil, der Input ist super wichtig. Also ich nehme den ja sehr gerne an. Aber was halt super wichtig ist, Kevin und ich, wir spielen das Spiel ja auch und das, ich finde, es gehört auch irgendwie dazu, dass man einfach etwas plant und dann merkt, oh, das klappt. Und dann ist es ja auch interessant zu sehen, wie planen wir das um und wie machen wir das vielleicht anders, dass wir das dann doch irgendwie hinbekommen. Ich finde, das ist einfach super wichtig, dass man sowas irgendwie ein bisschen auch mal laufen lässt, um einfach zu schauen, wo führt das hin, was passiert da und wie lösen sie das, wenn sie dann ein Problem haben. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen immer, das klappt nicht und am Ende klappt es dann doch, deswegen also... Ja, aber ich habe also wirklich heute bei der Ölbauinsel habe ich wirklich sehr viel hilfreichen Input bekommen. Das war wirklich sehr, sehr nice. Das war sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, dann ist für heute erstmal Schicht auf Schacht, wa? Ja, ich würde auch sagen, für heute sind wir durch. Jetzt wird eine Sache gemacht. Erstmal noch einen Kaffee getrunken hier im Spiel. Wo sind die Kaffeebecher? Haben wir doch ins Dings getan. In der Cloud? Ja. Findest du nicht. Doch, da. Zack. Ein Käffchen noch. Ein Stück weiter weg. Wenn ich was sehe, kitzelt es mir in den Fingern. Das ist doch okay. Geht ja auch immer. Am Ende ist es auch immer ein bisschen der Ton, der die Musik macht, ne? Also wenn man etwas konstruktiv einfach nur beiträgt, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Man kann auch mehrere Züge über dieselben Schienen fahren lassen. Boah, ich freue mich so sehr. Zug machen wird so geil. Aber wir müssen morgen unbedingt gucken, dass wir die Kunststoff- und Gummiproduktion, Treibstoff und sowas alles an den Start bekommen. Das muss erstmal laufen. Weil das ist super wichtig aus meiner Sicht, dass wir das jetzt irgendwie erstmal ans Laufen kriegen. Ja, Gummi brauchen wir sowieso haufenweise für, Züge. Für die Güterwagen brauchen wir sehr viele modulare Rahmen und Stahl. Okay, haben wir ja haufenweise. Und Kunststoff brauchen wir vor allen Dingen für die ganzen Frachtplattformen und Bahnhöfe und sowas. Ja. Boah, Junge, die Base sieht so geil aus, ne? Aber wir brauchen hier auch noch voll viel anderen Stuff, ne? Was wir noch gar nicht haben. Was meinst du jetzt? Zum Beispiel die Hub. Zum Beispiel. Die muss ja auch irgendwo hier hin. Ja, aber wir haben ja mehr als genug Platz. Das also. Ja, genau. Aber wir müssen dafür auf jeden Fall was Geiles bauen. Ich kann ja noch zum Beispiel. Lager halt ebenbürtig
Ja hier. Gut, ich kann ja hier zum Beispiel so eine Abzweigung noch machen und dann kommt hier nochmal eine kleine Plattform hin, wo ich dann die Hub draufstelle und das schön mache, ne? Dass das ja ein bisschen wie so eine Stadt aussieht am Ende. Ja, so mit so verschiedenen Kuppeln, ne? Ja. Das ist schon krass. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, brauchst du 3 bis 4 Bänder MK5, um alles lagern zu können. Meine, du hast am Ende irgendwie 3000 plus Items, die mindestens mit transportierst. Noch genauer nachschauen. Ja, die Frage ist halt, wie man das eventuell mit den Zügen regeln kann, ne? Aber ja, wenn wir wirklich 3000 Items, also übers Laufband ziehen müssen, dann ist es halt 3 bis 4000 Items müssten es sein. Krass wird das halt, wenn wir später dann sagen, der Überschuss soll noch geschreddert werden. Dann haben wir ein Problem. Dann wird's richtig übel. Dann wird's tricky. Wieso? Ja, weil wir das halt irgendwie dann organisieren müssen, ne? Mit den Förderbändern und so. Aber schauen wir mal. Einfach drauf zukommen lassen. Das Ding ist ja, man kann ja jetzt gerade in dem Stand, wo wir jetzt gerade sind, gar nicht wirklich planen, was noch kommt, weil wir ja gar nicht wissen, was noch kommt. Man kann jetzt hingehen und sich alles spoilern lassen, aber es ist... Müssen wir mal schauen. Ne? Schauen wir mal. Aber das mit den verschiedenen Kuppeln ist auch geil. Weil das halt von der Optik her wird das richtig geil. Kennst du die Stadt auf Naboo unter dem Unterwasser? Wo diese verschiedenen Kuppeln? Nee. War von Star Wars? Ach so, meinst du jetzt hier, wo Jar Jar Binks herkommt? Ja, genau. Ja. Da sowas, so, weißt du, das sind ja auch so verschiedene Kuppeln, die dann alle miteinander so ein bisschen zusammenhängen. Ja. Das ist auch mega geil von der Optik. Okay. Sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, müssen wir uns ausschlafen, damit wir morgen fit sind. Auf jeden Fall. So sieht das aus. So sieht das aus. War wieder ein sehr, sehr geiler Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht, Kevin. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische um 10, ne? Alles klar, Zander. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Wir hören uns, ne? Jo, bis dann immer besser. Bis dann, ciao.